Ich heiße Comedian AF. Hallihallo, ich lade dich ein zu meiner Show. Meine Freunde kommen auch dazu. Oh, leider auch die Nini-Crew. Don't let your kids watch it. Herzlich willkommen zu Rise of Kingdoms Werbung. Werbung Nummer 1 von 4. Bevor das Video losgeht, will ich euch unbedingt noch ein richtig geiles Strategiespiel zeigen, und zwar Rise of Kingdoms. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon kennen. Es hat weltweit bereits schon Millionen von Spielern. Und es ändert trotzdem nichts daran, dass zu viele Spiele dieser Art im App Store kursieren. Vielen Dank für die Kooperation, nämlich wir haben heute richtig dicke Extras für euch. Übrigens gratis downloaden für iOS und Android. Erster Link unten in der Beschreibung. Die Jungs haben sich nicht lumpen lassen und haben extra für dieses Video ein richtig dickes Paket rausgehauen. Den Code werde ich euch jetzt hier einblenden. Und wenn ihr den eingibt, erhaltet ihr 200 Gems, zweimal Silberschlüssel, zweimal 50.000 Nahrung und gleich noch obendrauf zweimal 50.000 Holz, Leute. Ich würde mal sagen, kann man sich auf jeden Fall gönnen. Dicke Extras. Kann man den Code noch einlösen? Oder ist der abgelaufen wie mein Haltbarkeitsdatum? Zusätzlich gibt es gerade auch im Spiel eine komplett neue Zivilisation, und zwar die Middle East Civilization. Insgesamt gibt es im Spiel 11 Zivilisationen, 34 Helden. Neue Zivilisation, nice! Kommt auch ein Tenno oder ein wildes Krokodil? Ihr kämpft wirklich gegen andere Leute und müsst dementsprechend richtig clever eure Taktiken einsetzen, Armee hinschicken, zurückziehen. Also da solltet ihr auf jeden Fall Köpfchen benutzen. Köpfchen, sagt ein YouTuber, der mit Fortnite den größten Hype generiert hatte. Nice. Zudem müsst ihr auch die komplette Karte von Rise of Kingdoms euch erstmal freischalten. Nämlich alles ist in dichten Nebel gehüllt und ihr müsst erstmal ein paar Speer rausschicken, um die Karte erstmal so richtig schön freizuspielen. Genau, alles ist in dichten Nebel gehüllt. Kann ich auch einen Speer werfen? Rundum muss ich sagen, macht das Spiel wirklich extrem viel Spaß. Und ich sage mal, die Frage, ob das Spiel gut ist, könnt ihr euch wahrscheinlich selber beantworten. Es ist nämlich gerade im App Store Top 1 der Strategiespiele-Apps. Also, ja. Standi, Coin Master war auch mal auf Platz 1 im App Store. Trotzdem war das Spiel scheiße. Nur weil ein Spiel bekannt ist, muss es noch lange nicht gut sein. Coin Master. Cyberpunk. Ich sag euch, Freunde, ich bin brandgefährlich. Ab geht's. Oh, er ist brandgefährlich. Er hat das Spiel nur für die Werbung gezockt und das dicke Paket selbst erhalten, um Werbung machen zu können. Natürlich ist er brandgefährlich mit gepushten Extras. Werbung Nummer 2. Ich kann nur den Bauern nehmen? Na gut, ein Bauer eignet sich ja auch sehr gut, um Ressourcen anzubauen und Gebäude zu errichten. Wer sind die denn? Ja, die Bauern sind gut. Sie haben dein verdammtes Dorf aufgebaut, nicht der König. Schön, dass wenigstens der Teleprompter am Start ist. Oder jemand mit dem Zettel. Nice. Gegenfrage, warum kannst du dich teleportieren? Ich will das auch können. Son Goku, bring's mir bei. Och nee, die stehlen mir gerade meine fertigen Ressourcen. Ich hab echt nur Pech. Das ist kein Pech, das nennt sich reales Leben. Obwohl, du bist in der Werbung und ich auf YouTube. Was für alle reales Leben, was laber ich da? Obwohl, was ist das? Eine Goldmine. Glücksspiel und Alkohol? Nee. Ich will mein eigenes Königreich und endlich die besiegen, die mir meine Ressourcen gestohlen haben. Sei doch froh, ohne den Diebstahl hättest du die Goldmine nie gefunden. Ich meine Goldberg. Spiele jetzt Rise of Kingdoms und erbaue dir dein eigenes Königreich. Nee. Hab keinen Bock auf sowas. Nächste Werbung bitte. Werbung Nummer 3. Karten Erforschung von Gebäuden oder Eroberung von Königreichen. So fängt jede gute Werbung an. Alle verwirren. Gefällt mir. Wenn ich mein eigenes Königreich aufbauen will, muss es genug Wasser geben. Der Fluss würde mir helfen, mehr Nahrung für meine Bauern und Armeen zu transportieren. Auch Holz, Steine und andere Ressourcen, um mehr Gebäude zu bauen. Mein großes Königreich erhob sich einfach so aus dem Boden. Natürlich. Erst waren die Ackerfelder da und dann das Wasser. Gott, du bist dumm! Nein, es wurde alles nur um 375 Quadrillionen mal schneller gemacht. Und ich werde kaum einer von euch kennt diese Zahl. Ging mir genauso. Erstmal, warum schnippst du? Sind wir hier bei Avengers Endgame? Nein? Dann erklär mir, warum du schnippst. Willst du einen Beat bauen? Frag Rafter! Oh, seid ihr alle eifersüchtig darauf, wie groß und reich mein Königreich geworden ist und wollt einen Anteil davon? Ich ziehe ganz schnell Wasser um mein Königreich und bekämpfe die Feinde mit meinen Bogenschützen von oben. Ui, Memo-Strategie. Obwohl das legit jeder machen würde. Komm zu mir in Rise of Kingdoms. Ich soll zu dir kommen. In Rise of Kingdoms reicht schon, dass ich in Real Life wegen sexueller Benötigungen einen Anzeige habe. Oh, mein Anwalt hat mir gesagt, dass ich nicht up for red bin. Digga, ich wollte nur, dass ihr wisst, wie der Hase läuft.
Kaffee ist nämlich mal wieder trocken am Start. Ich mach mal wieder eine Ische klar mit den billigsten Terrorbars. Versteht ihr, wie ich es meine, Dicker? Ich meine, ich habe nur keine Abonnenten, weil ihr mich nicht liken könnt. Weil ich Ausländer bin. Seit wann ist das zum Upper-Video mutiert? Werbung Nummer 4. Mein Handy. Hat er tatsächlich zwei Freundinnen in seinem Spiel? Mein Handy? Nee, der hat ja bald 5 Freundinnen und will in Rise of Kingdoms sein Haaren aufbauen. Was? Sie möchte Holz haben? Na gut, ich gebe ihr mal viel Holz von John. Sie bedankt sich ja sogar. Okay, und sie will Gold haben. Ja, kein Problem, John hat mehr als genug Gold. Ja, John hat auch alles in unendlich. Wie die Götterkarten im Yu-Gi-Oh! Anime damals. Oh nein, die beiden sind erst Level 25 und werden angegriffen. Ich muss ihnen helfen. Sehr gut, ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Mit dem OP-Account von John. Das ist Cheating. Ich nehme einfach John sein Königreich und gehe ein Bündnis mit den beiden Mädels ein, um einfach ein Königreich draus zu machen. So sind die beiden vor weiteren Feinden geschützt. Jetzt kann er weiter mit seinen Freundinnen Rise of Kingdoms spielen. Mit einem optimierten Königreich. Bitte, John. Natürlich, ich kann also mit meinen Freundinnen Warframe spielen. Obwohl, ich kenne privat keine weibliche Person, die Warframe spielt oder mit mir zocken wollen würde. Danke für gar nichts, du blöden Arschgeigen.